Hier spricht Ustra, willkommen zurück zur zweiten Folge des ersten Wintertages. Und ja, es gilt immer noch, wenn du Ideen hast, immer gerne her damit. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen in den Kommentaren, wie wir das handhaben sollen mit den Winterfolgen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, weil es ist natürlich... Manche Sachen kann ich einfach nicht fast forwarden. Manche Dinge, wie zum Beispiel, ich mache Handwerk, Kochen oder Schmieden oder Labor oder irgendwas. Ach, die Wahlinsel ist heute gar nicht hier, stimmt. Das ist ja... Ich sag jetzt mal, auch nicht wirklich ergiebig und hilfreich, denn wenn ich diese Sachen mache, geht die Ingame-Zeit auch nicht rum. So oder so nicht. Und wie schon gesagt, ich würde das beim Handwerk eh so machen, ich würde... tausendmal dieselbe Sache schmieden. Und davon würdet ihr dann sowieso nur sehen, wie viele Punkte ich habe. Und wenn ich was Neues schmiede, das seht ihr dann, weil alles andere ist nicht mehr im Fast Forwarding interessant. Mal schauen, das ist halt im Moment das größte Problem, wie wir, glaube ich, so den Winter rumkriegen hier nach dem ersten Tag, weil es passiert einfach eindeutig gar nichts. Trotzdem freue ich mich auf diese Folge. Insbesondere ganz genau, denn wer vielleicht aufgepasst hat in der letzten Folge, weiß, es gibt wieder neue Sternkonstellationen und eine davon werden wir uns heute mal anschauen. Ich glaube, das ist gleich die erste, nämlich um 18 Uhr. Das ist nämlich auch noch das andere. Für die Sternkonstellation müssen wir länger aufbleiben und da werde ich mal schauen. Vielleicht werde ich da ein bisschen die Abendperioden mal cutten oder ich mache nochmal eine Folge, wo ich dann den Tag in zwei Hälften schneide, damit man das mal in Ruhe sehen kann. Dann könnte man noch vielleicht sehen, wie ich mich um die Runis nochmal kümmere. Vielleicht ist das interessant. Solche Sachen eventuell. Und ja, hier ist stetig kein Winter. Aber es ist ja auch nicht überraschenderweise was Neues. Ich glaube, ich gehe auch oben lang, um den Weg hier abzukürzen. Ich habe gerade überlegt, den alten Weg zu gehen, aber ich habe keine Runis dabei oder keine Runen dabei, um die Tür aufzumachen, auch wenn da nicht viel hinter ist. Hätte ich ja trotzdem noch irgendwie ein paar Runis verbraten können. Ich glaube nämlich, das ist das andere, Runis, was eventuell im Winter interessant sein könnte, denn da ist es ja etwas schwieriger mit den lieben kleinen Helfern. Denn die meisten von den Runis frieren leider ein bisschen. Und auch da werden wir mal schauen, dass wir sie nicht erfrieren lassen. So ist der Plan. Und ich bin definitiv falsch gelaufen. Wobei falsch gelaufen heute an diesem Tage einfach mal relativ ist. Denn wir können definitiv viel brauchen, was sich hier drunter versteckt. Einfach um das Schmieden auch irgendwann mal, vielleicht nicht heute, aber irgendwann mal weiter voranzutreiben. Ja, das ist halt, hier sieht man ungefähr, an diesem Beispiel von diesem Tag, sieht man ungefähr, warum ich, selbst wenn es möglich wäre, eins zu machen, oder besser, wenn die das erlauben würden, vernünftig erlauben würden, nicht andere Leute auf YouTube machen das, was nichts mit Erlauben zu tun hat, ja, mit Harvest Moon dann als Tierparade. Hier ist das beste Beispiel für, wie so ein Tag abläuft. Langsam. Und da ist es leider nicht nur im Winter so, wo man sagt, okay, man kann sich irgendwas ausdenken, damit das irgendwie schneller rumgeht. Man kann versuchen, verschiedene Dinge schneller zu machen. Oder dies oder das. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das andere ist einfach schlicht und ergreifend, da ist jeder Tag so. Und da ist jeder Tag noch schlimmer. Und da gibt es zum Beispiel Dinge, die nur abends passieren oder so. Das wäre... meiner Meinung nach, weil ich halt nicht 24 Stunden am Kanal hängen kann, sonst wäre es vielleicht anders, aber das, ich sag jetzt mal, das Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist sehr gering, weil dann bräuchten wir ungefähr 4 Folgen für einen Tag und dann kommt das Projekt niemals weiter und ich weiß ich nicht, es ist auch irgendwann nicht mehr interessant, weil die verschiedenen Hälften des Games dann doch immer sehr ähnlich werden. Deswegen seid mir nicht böse, dass das nicht kommt oder nie kommen wird vor allen Dingen, auch wenn die es erlauben werden. Aber dafür kommt der jetzt ab dem 26. Februar, ich habe es glaube ich auch schon hier gesagt,
Stardew Valley noch zusätzlich auf dem Kanal. Zumindest erstmal zum Reinschnuppern. Und wenn die Multiplayer-Variante dann da ist, dann auch wirklich, wirklich wieder mit der Mio zusammen. Und da freue ich mich wie ein ganzes Jahr lang schon. Nein, ich möchte nicht auf die Karte gucken. Ein ganzes Jahr lang freue ich mich eigentlich schon darauf, dass das endlich passiert. Ja, dann trinkt doch das Gegengift, wenn voll ist. Da müssen wir gleich definitiv. Jetzt haltet mich für verrückt, aber wir müssen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich weiß auch nicht, ob ich das wegtun kann. Ich hoffe, ich kann noch. Ah, warte mal, ich kann die Grippemittel noch. Ich glaube, die kann man auch auf diesen Slot legen. Ja. Dann können wir das nämlich weglegen. Ich denke nämlich nicht, dass ich mit Sachen in der Hand die Ranke runterklettern kann. Und wir müssen jetzt genau schauen, wie wir es machen. Denn wir haben jetzt zwei verschiedene Stadien von. Wir warten darauf, dass die Sternkonstellation zu sehen ist abends. Und wir warten hier darauf, abends nach Iris zu gehen. Und da ich heute mit der... Gute Frage. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr so schlimm. Das ist immer diese morgendliche Periode, die unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Jetzt ging es eigentlich wieder. Lasst uns eben überlegen. Wenn wir schon mal noch ein bisschen Zeit haben, dann können wir die Folge auch sinnvoll ist jetzt so leicht. Ich muss erst Platz im Inventar schaffen. Ja, 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 ja. Ordnung ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir können ja versuchen, ein bisschen weiter zu skillen. Zwei Dinge haben wir noch auf. Gut, dann können wir zwei verschiedene Sachen mal machen. Besser gesagt, ich wollte unsere Gießkanne einfach weiter verbessern, in Anführungszeichen. Um vielleicht noch ein paar... Eine Windroute könnte man machen. Smaragd habe ich leider nicht. Schade. Hätte ich jetzt so gesagt, aber hat sich erledigt. Wir können hier diese Löwenkanne nochmal verbessern. Braucht 35 Punkte. Heißt also, wir sollten noch ein paar Punkte davon bekommen. Wenn ich nicht jedes Mal aufs Neue aussuchen müsste, wo ich genau hin will, dann wird sich das auch lohnen. Und gleich können wir Level 50er Rezepte machen, nämlich jetzt. Mal gucken, was wir so können. 52 ist eine Luftklinge. Wieder mit einem Smaragd. Oh, mit Gold in einem riesen Hahnkamm können wir auch eine Luftklinge machen. Okay. Was können wir denn noch auf 50 machen? Wir können einen großen Zertrümmerer machen, falls wir mehr Platz hätten. Schimmernde Klinge. Hier ist es so, dass diese Klinge dann doch Flammensäbel, Gold und roter Kern. Ich glaube, ich habe den roten Kern verbraten, oder? Oh nein. Weil wenn wir das getan haben, dann ärgere ich mich. Ja, okay. Naja, gut. Ärgern war jetzt das falsche Wort, aber da müsste man da vielleicht nochmal gucken. Vielleicht, dass wir nochmal den Boss machen in der Lava-Ruine. Ich weiß aber nicht, ob die jedes Mal schwerer werden, wenn man die wieder angeht. Ich hatte bei Mio das Gefühl, das ist so. Starre Klinge, Gold, irgendwas, schimmernde Klinge, ja, mit dem roten Kern. Das könnten wir vielleicht nochmal irgendwann machen. Und wir sollten uns definitiv mal einen Speer machen. Das hatte ich ja in der letzten Folge, oder in den letzten zwei Folgen auch schon mal. Zumindest im Kopf gehabt. Dass wir einfach mal versuchen, alle möglichen Waffentypen zumindest mal auszuprobieren. Mal gucken, was sie so bringen. Ich bin eigentlich kein Freund von Speeren. Wir könnten dann eine Lanze machen oder einen Giftspeer. Und den Rest dürfen wir noch nicht machen. Ich guck mal, ob wir... Wir haben nicht genug Geld. Ah, das ist ein trauriges. Ein trauriges, trauriges, trauriges und ernüchterndes Sekündchen in der Spiele. Wow. Ja genau, steck den Speer mal so in deine Tasche. Anstatt irgendwie eine Rückenanimation zu haben. Nun gut. Fauler Ustra. Einfach den
Teleskopspeer wieder zurückgesteckt in die Tasche. Ich würde dir gerne Geld machen. Ich weiß nicht wie. Auf die Schnelle. Wir gucken mal, ob wir hier alles reingelegt haben. Wir können Tomatensaft machen. Oder andere Dinge aus Tomaten. Das können wir auch nochmal eben schauen. Ich weiß nicht, ob wir heute lange aufbleiben sollen und erst den Mitternachtsbären uns angucken wollen. Denn ich meine, jetzt haben wir schon mal die Folge aufgeteilt. Ist vielleicht keine dumme Idee. Meine Idee dazu. Ich wünschte, ich könnte einfach Tomaten eingeben. Und er könnte mir alle Tomatenrezepte geben. Ich glaube, das geht sogar. Und zwar, wenn wir einfach in unsere Rezepte schauen. Da sollte dann stehen, was für Tomatenrezepte es gibt. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 36. Ah, wir brauchen mehr. Definitiv mehr Kochkunst. Denn wir brauchen für diese komische Gemüsepfanne. Moment. 80 Punkte. Heißt also im Schnitt 60 Punkte. Wir können jetzt 50er Rezepte machen. Wir können hier gebratenen Reis machen oder gegrillte Garnelen. Ei und Öl. Wir gucken, ob ich Öl habe. Oder Garnelen. Öl ist da, check. Eier sind da, check. Garnelen sind da, nein. Nein, nein. Aber egal, wir machen mal ein bisschen gebratenen Reis. Wir brauchen diese Punkte. Wir brauchen alle Punkte vor allen Dingen. Wir brauchen definitiv alle Punkte, die wir... Oh, das sieht nur lecker aus. Ich darf das nicht alles... Ich darf nicht so drauf gucken. Und ihr habt mir auch so leckere Sachen geschrieben. Oh, das sollte normalerweise ein bisschen schneller gehen mit den Punkten. So, habe ich jetzt noch Reis übrig oder muss ich davon auch wieder einen neuen kaufen? Nein, wir haben noch Reis übrig. Alles ist gut. Packen wir mal wieder Sachen in die Tasche. Zum Beispiel den Level 2 Tomatensaft. Kakstanien bitte. Schokolade. Ich wünschte, er könnte sich die Sachen auch aus der Tasche nehmen. Aus dem Kühlschrank nehmen, wenn er schon mal am Kochen ist. Das wird die Sache auch vereinfachen. Aber ich jammer immer so an so... Das ist Jammern auf hohem Niveau. Muss ich immer wieder dazu sagen. Denn das... Achso, ich habe jetzt den gebratenen Reis dabei. Denn das Spiel kann ja nichts dafür, dass ich ein bequemer Mensch bin und verwöhnt bin von anderen Games. No, lecker. Wow. Wow, gibt es viel RP. Junge, 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 Junge. Aber brauche auch drei Zutaten, von daher. Nun, was nun? Am besten, wir machen uns erstmal wieder auf nach der Iris und gucken dann mal, wie wir den Abend rumkriegen. Und dann können wir uns immer noch entscheiden, ob wir den... Obwohl, wir haben immer noch Loonies, also es ist nicht so, als ob wir gar keine... Ob wir gar keine Beschäftigung hätten. Dann machen wir heute ein paar Loonies. Wenn wir gleich die... Oh, warte mal, im Kano, hi. Hello. Weißt du, was am 8. Herbsttag ist? Dein Geburtstag, ne? Yep. Okay. Schade, dass er mich nicht auswählen lässt. Was könnte ich dich als nächstes testen lassen? Gegen ein Monster gekämpft haben, das die Gestalt gewandelt hat? Jawohl. Leider nichts Neues. Ich dachte irgendwas Interessantes. Vielleicht irgendwas mit Uzukis Bruder oder sonst irgendwas. Aber wenn wir dafür 8 Liebespunkte bräuchten, was ja auch schon als Idee in den Kommentaren war, dann dauert das wohl noch ein Sekündchen. Yum, yum, yum. So, ja, dann machen wir gleich ein bisschen Loonies. Ist da auch nicht schlimm, oder? Dann seht ihr das mal. Nochmal, das ist ja schon ein bisschen länger her. Dass ich nicht, dass ich drüber gesprochen habe, aber zumindest, dass ich das mal getan habe. Wenn ich wüsste, welches Wetter natürlich am nächsten Tag wäre, könnte man auch sagen, man könnte jetzt erstmal 1, 2, 3 Folgen splitten im Sommer, im Winter. Und dass wir dann erstmal alle Sternkonstellationen abarbeiten und dann uns den Rest des Winters, ich sag jetzt mal, mit verschiedenen Ideen die Ohren umschlagen, wie wir zum Beispiel schneller Zeit verbrauchen.
So, Hodele, ich brauche hier ein bisschen Tomato-Juice für dich. Bitte schön, Iris. Das ist dein Liebling. Das ist für dich. Good evening. Na, I really like to grow flowers. Mach's gut. Gefährlich wird es, okay. Ich glaube, wir haben hier nichts Neues in großer Weise. Drinking tomato juice while looking at the full moon can be very nice. You should try it sometime. Okay. Ich versuche das. Das können wir nämlich machen. Wir können, ich glaube, wir machen das sogar. Einfach, weil ich mich dazu fühle. Denn ich habe ja völlig vergessen, wir können ja das Wetter beeinflussen. Also, wir in Anführungszeichen. Aber wir gehen jetzt mal eben gucken, ob wir eventuell jetzt die Sternenkonstellation finden, wenn ich nicht schon zu spät bin. Sonst warten wir einfach auf die nächste. Und dann können wir vielleicht Runis machen, wenn ich es jetzt verkacke. Runis machen und uns eine sonnige Woche wünschen. Und dann haben wir das erledigt mit dem Regen. Ist eine clevere Idee, oder? Und wenn wir das dann erledigt haben mit dem Regen. Schnell, Lustra! Schnell! Du musst in den Himmel hinaufschauen. Los. Das ist... Aha, so schnell geht das nämlich. Haarnadelkonstellation, ne? Ja. Haarnadelkonstellation. Cool. Das ist eine Haarnadel. Sieht so aus. Sieht so aus. Das ist einfach nur andersrum wie die Besenkonstellation. Mehr ist das nicht. Ich glaube, hier wird Cinnamon nicht mehr stehen in den späten Abendstunden. Nein. Dann nehmen wir jetzt ein paar Runis mit, wünschen uns eine sonnige Woche und machen erstmal das in diesen Split-Folgen. Und dann müssen wir das alle zusammen halt ein bisschen ertragen, dass die Folgen erstmal jetzt gesplittet sind und wir 3 Tage auf 6 Folgen machen. Und dann machen wir den Winter. Dann habe ich nämlich auch genug Ideen, wie wir den Winter rumkriegen von euch. So machen wir das. Seht ihr mal, wie clever der Ustra ist. Der Ustra ist so clever. Wir nehmen alle mit. Wir nehmen mal den ganzen Stack mit. Wir nehmen mal den ganzen Stack mit. Ich sollte genug mithaben zum Zaubern. Sagte er. Und dann braucht es 30 Baumrunis. Und dann esse ich die goldene Haarnadel. Direkt. Ohne Umwege direkt in den Dünndarm. Mit der goldenen Haarnadel. Und wir können uns jetzt auch noch die Story anhören, was es mit der Haarnadel auf sich hat. Das ist auch nicht schlecht. Wenn ich nur wüsste, für wen die Haarnadel ist. Der Charakter selber sagte ja, es hat irgendwas mit Uzuki zu tun. Eventuell können wir ja da mal hingehen. Zumindest als kleine Idee. Selfie, hallo. Good evening. I feel when I was little, I read a lot of books. I was sickly, so I never got to go outside a lot. Now I'm all healthy, but I still love books. Was machst du hier, Selfie? Achso, es wurde gesagt, sie ist ein bisschen nervig. Cinnamon? Cinnamon? Wo sind die hin? Die werden ja wohl nicht hier unten rumstehen bei Großvati, oder? Wir gucken einfach mal. Ah, die sind baden. Die sind doch baden um die Uhrzeit. Natürlich. Hätte ich auch drauf kommen können. Obwohl, an Feiertagen weiß ich es gar nicht, wo die sind. Verdammt. Jetzt dachte ich, habe ich eine gute Idee. Aber vielleicht sind sie trotzdem hier drin. Man weiß es ja nie. Hallo. Das ist Tau. Good evening. Hi. Torte is getting really close to his friend recently. I think... Und sonst irgendwas? Nein, das haben wir schon. Sie ist alleine in der, im Badezimmer? Ich war im Badehaus. Ich weiß nicht, ob ich mir das mal angucken hören sollte. Hi, Melanie. Good evening. Welcome. Ich möchte ein Bad nehmen, bitte. Wenn sie alleine ist, können wir wenigstens mal gucken, ob sie auch ein alleiniges, eine alleinige Badeszene hat. Das hatte nämlich. Die hatte, glaube ich, sonst eine mit Rosetta. Kann das sein? Nö. Das war gut, das stimmt. Ich habe diese kleine ruhige Sekunde auch genutzt, um etwas zu trinken. Viel trinken, ganz wichtig. Vor allen Dingen Wasser und Tee. Okay, Tizemo.
Wo könnten die sein? Ich gucke immer noch über den Fakt mit dem Schneemann hinweg, mit den Karottenaugenbrauen. Das ist eine mega geile Idee eigentlich. Hier ist zumindest Kano. Hi. Good Eve. In meinem Alter fühlt man schnell, wie einem die Kälte ins Fleisch schneidet. Das glaube ich dir. Ich werde ja auch nicht immer, ich werde auch immer älter. Und da ist es genauso. Sobald es kalt ist, geht. Das muss Rustra sein. Komm rein. Jawohl. Hi. You sure are up late. I ate quite a lot of fish back in my country. That's why when I eat fish dishes here, it reminds me of my home. But Subate often scolds me to stop eating so much fish and to eat some vegetables too. Okay, also. Okay. Haarnadelkonstellation, also. Gute Frage, für wen das interessant ist. Und auch blöd. Kann ich nicht klopfen? Doch. Die Tür ist offen. Warum kommst du nicht rein? Ja, sicher komme ich rein. Ist wahrscheinlich oben, ne? Ja. Ist auch komisch. Du klopfst unten und sie hört es oben. Ah, hi. Good evening. Ist sie am Essen? Ne, sie ist am Rechnen. Du weißt eigentlich genau, mit Geld umzugehen. Findest du? Danke. Die ist da einfach am Rechnen mit ihrem Rechenschieber. Auch nicht schlecht. Sieht auch süß aus. Hab ich auch noch nie gesehen, die Animation. Interessant, interessant. Aber trotzdem würde ich gerne wissen, wo Cinnamon ist und wer zur Hölle mit der Haarnadelkonstellation irgendwas in Verbindung bringt. Ich würde ja immer noch sagen, es ist... Es ist Uzuki, aber pff, was ist ich schon? Und ich müsste gerne mal Candy treffen, um für eine sonnige Woche zu beten. Das wäre auch nicht schlecht. Naja, ein paar Mädels haben wir noch zum Abklappern. Onis? Hatten wir Onis schon? War das mit dem Besen? Ich glaube ja. Naja, wir gehen nochmal hoch. Wir sollten es wenigstens versuchen. Würde ich mal versuchen zu sagen. Ich bin's. Danke. Hi, Onis. Good evening. Keine Süßigkeiten. Sie sind dein Feind. Okay. Selfie ist es, glaube ich, auch nicht. Denn die hatten wir schon. Ich meine mit der Kronenkonstellation sogar. Bianca mit einer Haarnadelkonstellation? I don't know. Aber wir gehen mal rum, wir haben ja nichts zu verlieren. Obwohl, doch, eigentlich schon. Moment, wir haben... Was heißt zu verlieren? Wir verlieren halt Zeit, wo ich dann mit Candy reden könnte. Ich rede erstmal mit Candy und mit Cinnamon. Vielleicht gehe ich auch mal in mein Haus, nachdem das jetzt passiert ist. Manchmal sind auch Events dann hier im Haus. So, aber nicht dieses Mal. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Vielleicht Annette am nächsten Morgen. Wir schaffen es ja nicht immer mit allen Leuten und Mädels zu reden. Dann gucken wir nochmal eben, dass wir Candy treffen. Das wäre nämlich ganz interessant, wenn wir das wirklich uns wünschen könnten. Mit der fröhlichen Woche. Mit der fröhlichen sonnigen Woche. Und dann müssten wir auch schon wieder soweit alles hingekriegt haben. Ich schaue jetzt mal. Komm, 20.10 Uhr. Jetzt muss... Selfie ist immer noch hier. Selfie? Was machst du denn hier? Wenigstens ist sie im Haus. Rein. Komme. Hier. Hi. Evening. Hast du die Haarnadelkonstellation gefunden? Ja, aber ich finde, es ist ein bisschen weit hergeholt zu sagen, es sei eine Haarnadel. Eine Legende besagt, dass diese Haarnadel verloren ging, als eine Prinzessin im himmlischen Fluss schwamm. Zu dieser Jahreszeit zu schwimmen, muss wirklich kalt sein. Die Legende besagt, dass sie im Sommer schwamm,
Die Haarnadel jedoch wurde in den Winter befördert, sodass sie sie nicht wiederbekam. Das klingt ein wenig gemein. Irgendwie. Okay. Ach, da ist Kenny doch. Hi. How may I help? Ich hätte gerne ein Wunder. Nicht, was ist ein Wunder? Ich hätte gerne ein Wunder. Das ist eine Karte über die Wunder. Wunder! How may I help? Ich brauche ein paar Runis. Okay. What do you want to wish for? Ich möchte gerne eine sonnige Woche. Bitte! Wenn du dir eine sonnige Woche wünschst, erhöht sich die Chance auf mehr Sonne für diese Woche. Aber es gibt keine Garantie. Und um dir eine sonnige Woche zu wünschen, brauchst du ein Gras, einen Baum und einen Stein. Du wünschst dir eine sonnige Woche? Waren zuvor andere Runenwunder auf das Wetter bezogen aktiv, werden diese wieder gelöscht. Ja, bitte. Alright. Für 3x1? Kein Ding. Man kann es ja wenigstens mal versuchen mit dem Wunsch. There we go. The spirits have granted your wish. Danke. Is there anything else you want to wish for? Es geht mir gut, danke. See you later. Ciao, Candy. Okay, immer noch die Frage, Haarnadel, wer? Ich glaube nicht, dass Lara etwas mit einer Haarnadel zu tun hat. Vielleicht wisst ihr es ja und könnt mir in die Kommentare mehr dazu schreiben. Das würde mich freuen. Natürlich freut es mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaltest, einen Daumen da lässt und somit das ganze Projekt unterstützt. Und damit förderst, dass das weiterläuft, also. Und natürlich abstimmen für die Frühlingssaal. Nicht vergessen, wir sehen uns beim nächsten Mal.